Hi Leute, wie ihr wisst, steht Halloween vor der Tür und ich habe ja in Vergangenheit schon häufig Rezeptvideos dazu gemacht und heute kommt ein weiteres hinzu und zwar mache ich heute mit euch zusammen Kürbisköpfchen. Da drin ist allerdings kein Kürbis enthalten, es geht allein um die Form und wie das Ganze funktioniert, zeige ich euch jetzt. Die Idee zu dem Rezept kam mir übrigens über Instagram, ich verlinke euch mal das Bild dazu. Da ich das Rezept selbst noch nie ausprobiert habe, seht ihr hier jetzt noch zwei Äpfel, ihr braucht allerdings nur einen. Dann braucht ihr noch eine Dose Pfirsiche, ein Ei, ein Päckchen Blätterteig und so eine Ausstechform, und zwar in Form eines Kürbis. Als erstes müsst ihr dann euren Apfel schälen und ich weiß nicht, ob ihr das auch kennt. Wir haben in der Familie immer versucht, einen möglichst langen Kringel hinzubekommen von der Schale. Das war immer ein kleiner Wettkampf, als ich ein Kind war. Dann müsst ihr euren Apfel noch halbieren bzw. vierteln und dann in kleine Stücke schneiden. Ich würde euch empfehlen, noch etwas kleiner zu schneiden, als ich das hier gemacht habe, weil sonst bekommt ihr ein bisschen zu wenig Füllung in die Kürbisköpfchen, wie ich finde. Das Feedback, was ich bekommen habe, war eigentlich ganz positiv, aber ich fand, es hätte noch ein bisschen mehr Füllung reingekonnt und dadurch, dass ich aber so große Stücke hatte, konnte ich gar nicht mehr so viel reinmachen. Deswegen macht die Stücke einfach ein bisschen kleiner, als ich sie hier gemacht habe. Als nächstes schneidet ihr dann noch zwei Pfirsichhälften in Würfel und dann ist auch schon das meiste Schnibbeln überstanden. Braucht ihr eine Pfanne und etwas Butter, die erhitzt ihr dann darin, sodass das auch schon ein bisschen zu köcheln beginnt. Da hinzufügt ihr dann zwei Esslöffel Zucker und ein Päckchen Vanillezucker. Wenn die Butter dann so ein bisschen braun ist, verteilt ihr auch den Zucker darin und auch die Apfelstückchen und die Dosenpfirsichstücke. Die Mischung würzt ihr dann noch mit etwas Zimt, verteilt das schön und lasst es dann einfach auf mittlerer Stufe vor sich hin köcheln. Ihr müsst nur bei der Füllung halt darauf achten, dass ihr das schön einkochen lasst, sodass möglichst wenig Flüssigkeit übrig bleibt. In der Zwischenzeit könnt ihr euch dann schon um eure Kürbisköpfchen kümmern. Und zwar müsst ihr dafür den Blätterteig auf eine Arbeitsplatte legen. Ich habe das erstmal mit Mehl bestäubt, das ist einfach ein bisschen besser, damit das nicht so klebt. Und dann stecht ihr einfach eure ganzen Kürbisse aus. Bei der Hälfte von euren ausgestochenen Kürbissen macht ihr jetzt noch so ein kleines Gesicht rein. Das habe ich einfach mit so einem Messer gemacht. Das ging auch ziemlich einfach. Aber bitte wirklich nur mit der Hälfte, weil das kommt nachher oben drauf. Und unten die müssen natürlich geschlossen sein. Das seht ihr gleich, wie ich das meine. Dann verquält ihr euer Ei in so einer kleinen Schüssel. Und dann legt ihr die Hälfte der Kürbisse auf ein Backpapier, die eben geschlossen sind. Und verteilt darauf eure Füllung. Und wie ihr hier seht, habe ich noch einiges an Füllung übrig. Deswegen nehmt nur einen Apfel. Dann bestreicht ihr die Kanten von euren kleinen Kürbissen mit etwas von dem verquirlten Ei und dann könnt ihr die anderen Kürbisse mit dem Gesicht da drauflegen und an den Rändern festdrücken. Ich habe hier jetzt noch meine Reste von dem Teig oben hinzugefügt, weil ich das nicht verschwenden wollte. Und die ganzen Kürbisse nochmal mit Ei eingestrichen. So bekommen die nochmal eine schöne Farbe. Dann kommt das Ganze in den Ofen für ca. 25 Minuten bei 180 Grad Ober-Unterhitze. Wenn sie dann rauskommen, sehen sie so aus. Durch das Ei haben sie eine schöne goldene Farbe bekommen und ich kann euch sagen, sie schmecken richtig lecker. Genauso lecker, wie sie hier aussehen. Und vergesst nicht, ich habe noch ganz viele andere Halloween-Treats gemacht. Das verlinke ich euch jetzt hier mal. Könnt ihr einfach mal reinschauen, was euch sonst noch so interessiert. Das sind mehrere Rezepte in einem Video, also schaut mal genau hin. Vielleicht interessiert euch ja noch was und dann macht es gut und viel Spaß beim Nachmachen. Tschüss!